also einen Text erscheinen lässt und das Ganze mit einer netten Partikelsimulation mit Trapcode, damit das Ganze gut ausschaut. Wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns jetzt einmal im Einzelnen an. Es geht eigentlich relativ schnell, ja, und wenn man sich das Ganze dann mal anguckt, dann wird man auch sehen, also man muss das nicht kompliziert machen, sondern man kann es auch einfach machen. Also zunächst einmal erstellen wir einen Text. Entschuldigung, wenn ich ab und zu mal husten werde. Aber das ist eben der Erkältung geschuldet, da kann man leider nichts machen. Oder man macht kein Tutorial. War natürlich auch eine Möglichkeit. Aber ja, jetzt haben wir schon eingebildet, jetzt mache ich es auch. So, also wir erstellen einen Text, setzen den irgendwo auf die Leinwand, egal wo. Und dann fangen wir also mit unserem ersten Effekt an. Und zwar wird das Stilisieren, Kanten aufrauen werden. Mit Kanten aufrauen kann man, indem man den Rahmen also verschiebt, den Text auftauchen und verschwinden lassen. Das ist jetzt zum Beispiel ein Effekt, den wir jetzt brauchen. Ja? Also wir werden am Anfang also das relativ hochstellen, also bis der Text ganz verschwunden ist. Setzen also unsere Nadel hier am Anfang und dann setzen wir mal ein Keyframe. Nach 2 Sekunden soll also der Text dann also auftauchen und dann schieben wir das Ganze wieder runter. Soll aber nicht ganz, sondern soll noch immer noch ein bisschen stilisiert sein. So, also wenn man das Ganze abspielt, dann sieht man also, dass der Text hier erscheint innerhalb der ersten 2 Sekunden. So, das ist natürlich jetzt ein recht netter Effekt, aber ich will ja jetzt den Text von einer Seite, also von einer Seite erscheinen lassen und von der anderen Seite, also von links nach rechts erscheinen lassen. So, da gibt es jetzt 100 verschiedene Möglichkeiten, wie man Unterkompositionen erstellt. Allerdings für die einfache Variante reicht es eigentlich, wenn man jetzt auf dem Text eine Maske erstellt und die also hier mal runterzieht. Jetzt sieht man, ist der Text weg, logischerweise. Und dann die Maske, wenn man hier mal in die Maskenoptionen reingeht, den Maskenpfad und dann den Maskenpfad animiert. Ja, also wenn ich jetzt die Nadel dann genauso weit rüberziehe wie da, wo ich war, dann kann ich also, wenn ich die Shift-Taste drücke und den Pfeil auswähle, also diese Punkte auswählen und die dann rüberziehen. So, man sieht also, dass man dann die Maske, am besten man drückt Shift, ja, damit also das Ganze parallel verläuft und dass das Ganze dann einigermaßen vernünftig ausschaut. So, was passiert jetzt? Jetzt geht die Maske rüber. Na, das ist jetzt ein bisschen zu schnell. Machen wir da ein bisschen rein. Mal gucken, wie wir das am besten hinbekommen, dass das dann einigermaßen vernünftig ausschaut. Denn so habe ich natürlich nichts von meiner Maske, sondern der Text muss also schon eher entstehen, damit das Ganze dann auch animiert ausschaut. So. Ja. Schauen, wie wir das jetzt am besten hinbekommen. Das ist halt dann, wenn man es dann genau machen will, ein ziemliches Gefrickel. Ja. Aber wir haben jetzt zumindest einmal also auf einem von links nach rechts verlaufenden Maskenpfad. Wir müssen uns dann im Endeffekt anschauen, wie das dann ausschaut und ob dann der Effekt, der eigentlich dann gedacht ist, dann auch korrespondiert, wie man so schön sagt, also mit dem, was wir da gemacht haben. Also das ist jetzt einmal der Text. Jetzt brauche ich noch einen Hintergrund. Ich habe da mal ein Foto gemacht von einer Biene. Ja, und die sitzt auf einem Blatt. Also man sieht, das Foto ist ziemlich groß. Und wenn ich jetzt halt das Foto nehme und das einfach verschiebe, habe ich also einen Hintergrund. Das ist also die Blattoberfläche. Und das Ganze soll dann der Hintergrund sein. Jetzt sieht man auch, dass das einigermaßen vernünftig verläuft. Ja, jetzt schauen wir mal. Ja, also das muss man natürlich jetzt dann im Einzelnen angucken, ob das dann auch vernünftig ausschaut. So, wir stellen jetzt eine Farbfläche, schreiben dann einen Trapcode. Und nehmen wir dann den Effekt Trapcode Particular. Und dann haben wir also hier unsere Partikel. Und dann schieben wir mal den Producer darüber. Stellen den auf Emitter, nicht mehr auf Uniform, sondern auf Direktional. Lassen wir also hier eine bestimmte Animation haben. Und dann lassen wir mal die Position vom Emitter auch animieren. Auch bei 2 Sekunden dann mal rüberschieben. Mal da jetzt den Spread ein bisschen hoch. Mehr Partikel. Mal schauen, wie es jetzt ausschaut. Ja, ist noch ein bisschen zu spät dran. Mal schauen. Ja, das kann man jetzt schon lassen. Müssen halt dann den Producer noch rausschieben zum Schluss, dass er dann nicht weiter produziert. Das kann man aber auch ganz einfach ändern, indem man zum Beispiel die Partikel, also wenn man am Anfang 670 hat, können wir ruhig noch ein bisschen hochstellen.
und dann, sobald es dann an dem Punkt angelangt ist, nochmal Stoppuhr und dann kurz danach oder hier in dem Bereich dann einfach auf Null stellt. Dann passiert nämlich Folgendes: Er produziert dann eben ab diesem Zeitpunkt keine Partikel mehr. Ja, also das kann man jetzt einmal so lassen. Was wir jetzt auf jeden Fall noch machen müssen, ist in den Partikeln die Size of a Life. Da müssen wir jetzt diese Rampe nehmen. Ihr werdet auch sehen, warum wir das brauchen. Und dann die Größe vielleicht ein bisschen größer. So, jetzt kommen wir noch zu einem anderen Punkt, der die ganze Animation dann noch ein bisschen besser ausschauen lassen sollte. Und zwar werden wir jetzt ein Licht ins Spiel bringen. Und zwar werden wir dieses Licht Emitter nennen. Das hat nämlich auch einen bestimmten Grund. Das werdet ihr nämlich auch gleich sehen. Und zwar werden wir jetzt dieses Licht dazu verwenden, bei Trapcode, also den Emitter, von Point auf Lights mal zu stellen. Und dann nimmt er nämlich das Licht her als Emitter. Ja. Das hat jetzt einen Vorteil, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel also diesen Punkt, ja, jetzt momentan wird es ja wieder nicht mehr animiert, dann sind ja bloß diese grundlegenden Eigenschaften da. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel das Licht dann animiere, auf Transformieren, Position und dann eben dasselbe mache wie Grad, dass ich das Licht also hier rüber schiebe, dann passiert nämlich jetzt Folgendes: Er nimmt jetzt das Licht als Emitter. Ein Vorteil hat das Ganze jetzt, weil ja, wenn das Licht als Emitter definiert ist und ich jetzt bei Trapcode Folgendes mache, und zwar hier haben wir ja das Shading, das ist also die Möglichkeit, dann auch Lichter aktiv zu werden, dann sehen wir also, wird also diese Partikelwolke durch das Licht also illuminiert. Das hat jetzt einen Vorteil, man kann nämlich dann noch einen Effekt mit draufnehmen. Also, wenn man jetzt bei Trapcode zum Beispiel in die Effekte reingeht und dann noch dieses Starglow verwendet, dann hat man also die Möglichkeit, diese Partikelwolke dann auch noch extra zu beleuchten. Also man sieht ja jetzt, dass das Ganze also jetzt zusätzlich beleuchtet wird und da habe ich natürlich auch einen wunderschönen Effekt, wie das Ganze dann vernünftig ausschauen kann. Ja, also, nochmal, wenn man das Ganze abspielt, sieht man also, dass das schon relativ nett ausschaut und der Text eigentlich auch zu dieser Partikelwolke dann auch freigelegt wird. Ja. Jetzt haben wir natürlich ein Thema, was bei Particular eigentlich auch eine sehr interessante Geschichte ist. Und zwar haben wir bei Particular die Physikgeschichte. Wenn wir da mal in die R reingehen, also in diese Physik-Thematik, dann kann ich also bei diesem Turbulence Field erstens einmal die Position noch beeinflussen lassen und dann vielleicht ein bisschen noch die Größe der Partikel. Und wenn man das Ganze dann abspielt, dann schaut es doch schon ein bisschen dynamischer und ein bisschen besser aus. So, jetzt habe ich natürlich bei der ganzen Thematik eines, dass der Text immer noch ziemlich bescheuert ausschaut, weil ja der eigentlich gar nichts macht. Aber da gibt es auch eine einfache Möglichkeit. Ich kann jetzt zum Beispiel in den Text reingehen und sagen, ja, gut, okay, ich will, dass du auch beleuchtet wirst von dem Licht. Da gibt es einfach eine Möglichkeit. Ich kann also bei diesem Viereck-Würfel das auf 3D stellen und schon wird der Text also auch beleuchtet. Ja? Und wenn ich da jetzt noch Folgendes mache, den Text also auch Effekte, Trapcode, Starglow reingehe und dann also das Boost Light relativ hoch mache, ja, da muss man jetzt ein bisschen rumprobieren, wie man das am besten hinbekommt. Dann kann man also den Text auch dann ja, machen wir den Emitter ein bisschen woanders hier, mal das Licht in der Z-Achse ein bisschen nach hinten und mal schauen. Ja, wenn man mal das Licht, die Optionen ein bisschen hochdreht, bis der Text also auch davon betroffen ist. Ja, also jetzt kann man mal gucken. Jetzt habe ich natürlich da einen Sprung generiert, indem ich zwei Keyframes habe. Das ist aber jetzt kein größeres Thema, sehe ich. Man dann allerdings beachten muss, wenn sich der Text dann komplett, also dann dementsprechend verhalten soll, dass also bei dem letzten Keyframe, den ich hier habe, und da kann ich ja immer zwischen den Keyframes hin und her schalten, dass ich da das Licht dann weiter rausziehe, dass der Text vielleicht bloß noch ein bisschen angescheint wird, angeschienen, angeschont. Naja, irgendwie so. In Bayern gibt es das nicht. Ja. Da sagt man also angescheint. Angescheint. Ja. Also wir haben keine Fälle für Vergangenheitsformen anscheinend. Oder vielleicht käme einfach nicht Deutsch, das ist das andere wieder. Ja, was soll's, ist halt so. So, also da hat man jetzt einmal, also diese gesamte Animation, wenn man das mal anschaut, ja,
Kann man ja auch schon lassen. So, jetzt habe ich den Text also freigelegt mit der ganzen Animation. Und es gibt ja also mehrere Tutorials, die das Ganze mit verschiedenen Unterkompositionen dann beschreiben. Aber für den Hausgebrauch, also wenn man schneller mal eine Animation machen will, ist das eigentlich vollkommen ausreichend, was man jetzt da macht. Ja. Also nicht jeder Kunde will oder kann auch bezahlen High-End, sondern manchmal muss man auch ein bisschen einfacher arbeiten, damit das Ganze dann trotzdem vernünftig ausschaut und zum vernünftigen Preis also darstellbar ist. Und jetzt kann man Folgendes machen, wenn wir schon beim Thema Unterkompositionen sind. Ich kann also von dem Ganzen jetzt da Folgendes machen. Ja, das ist also weniger. Aber es kommt davon, wenn man eine Grippe hat, ja, also da ist natürlich dann ziemlich schwierig zu denken. Wir haben also mal Unterkomposition aus dem Ganzen, verschieben die ganzen Parameter da rein. Und der Vorteil, wenn man dann eine Unterkomposition erstellt hat, man kann dann Folgendes machen, kann in die Effekte reingehen und dann die Farbkorrektur. Und da gibt es natürlich jetzt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich mag eigentlich diesen CC-Toner recht gern, weil man da diesen altehrwürdigen Charakter dann reinbekommt. Und dann kann ich hinterher also noch die Farbkorrektur machen. Und dann habe ich eigentlich schon den ersten ja, Text erstellt. So, jetzt kann ich natürlich diese Animation, wenn man das jetzt so mal darstellt, was der Vorteil ist bei der ganzen Geschichte, ich kann natürlich jetzt diese Geschichte dann auch noch ändern. Ich kann ja zum Beispiel meinen Text immer wieder in einen anderen Text ändern. Ich habe jetzt so eine gewisse Animation. Und kann natürlich aber, wenn ich jetzt sage, ja, also ich will das Ganze jetzt copy und pasten und dann irgendwas anders machen, also so als Intro mehrere Texte, kann ich natürlich dann hau mich blau reinschreiben. Ja. Vorteil bei der ganzen Geschichte ist, da das eine Art und Weise ist, wo der Text an sich von der Position her nicht verändert wird, kann ich diesen Text dann immer wieder verschieben und immer wieder verwenden. Ja. Also das heißt jetzt, ist auch vom Workflow her dann relativ einfach und ich kann dann also ein Textintro oder irgendwas immer wieder erstellen. Und zwar immer wieder mit neuen Texten. Ist natürlich recht praktisch und da kann man einiges damit machen. Ja, man kann jetzt dann noch weiterspielen. Man kann jetzt zum Beispiel den Text nehmen, Textperspektive und dann einen Schlagschatten noch dazu, dass das Ganze ein bisschen dynamischer ausschaut. Mal schauen, wenn man das da am besten macht. Ein bisschen weiter weg. So, und dann hat man auch einen netten Effekt, weil es dann ein bisschen Tiefe bekommt, das Ganze. Und das war es jetzt eigentlich schon. Ja. Also ruckzuck mal irgendwas erstellt, wo man mal dann auch so einen Text mal definieren kann. Ja, mal schauen. Jetzt habe ich natürlich hier ein Thema und da müsst ihr halt immer aufpassen. Ich habe ja jetzt diese Maske da animiert. Und wenn ich dann natürlich jetzt einen längeren Text nehme, dann muss ich natürlich diese Maskenanimation, die ich hier habe, also den Pfad, dementsprechend dann anpassen. Ja. Am besten, man zieht das Ganze dann auch so weit rüber, also vom Pfad her, dass das Ganze dann auch dementsprechend für größere Texte dann geeignet ist. Ja. Also man sieht, jetzt wird es funktionieren, allerdings ist jetzt der Text zu groß. Ja, also wenn ich hier so weitermache, dann muss ich mich noch selber für blöd erklären. Ja. Und bevor ich mich jetzt hier lächerlich mache, höre ich lieber auf mit diesem ganzen Zeug. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Probiert es mal aus. Es geht relativ einfach und ist für die meisten Zwecke eigentlich geeignet. Ja, tschüss, ciao, macht es gut. Viel Spaß beim Rumprobieren.